Hallo, mein Name ist Daniel Cateruel. Ich spiele bei Greuther Fürth, habe die Nummer 10, bin Mittelstürmer. Meine Mutter kommt aus Korsika und mein Vater aus Senegal. Ja, ich bin in Wuppertal aufgewachsen, auf dem Bolzplatz sozusagen, auf der kleinen Bandstraße hieß das. Hi, ich bin Kenny Prince Redondo, 24 Jahre alt, spiele bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Groß geworden bin ich in München, auf dem Bolzplatz, Steinplatz, SPZ heißt es. Meine Mutter kommt aus Spanien, mein Papa aus Äthiopien. Und die leben alle noch in München mit meinem kleinen Bruder. Wo bist du groß geworden? Ich bin in Wuppertal aufgewachsen. Wie ist die Gegend so? Da, wo ich aufgewachsen bin, dreht sich eigentlich alles nur um Fußballspielen. Da ist aber auch hohe Kriminalität. Ich bin in einer Plattenbausiedlung aufgewachsen. Also gibt es auch so Ecken in München. Fühlst du dich als Straßenfußballer? Im Käfig, da gibt es oft kein Foul und sowas. Und da wird man abgehärtet. Ne? Und ich sag mal so, klar, jetzt bin ich Fußballprofi, aber ich habe das immer noch in mir. Ich wusste einfach, ich habe einen Ball mitgenommen, wusste, ich gehe zum Bolzplatz. Und dann war immer jemand dort. Das hat mich einfach glücklich gemacht. Ich wusste, ich kann einfach jetzt loszocken. Ich hatte einfach so positive Momente, dass mich das einfach so geprägt hat. Ich bin neidisch, ich mach kaputt. Ey, ey, ey. Du hast ja gemeint, da gab es auch ein bisschen Gewalt auf dem Platz. Ja, es war auf jeden Fall nicht schön mit anzusehen, ne? Wenn einer härter gefault worden ist und dann auf einmal ausgerastet ist. Und dann gab es eine Schlägerei. Ja klar, das schreckt natürlich auch ab. Und daraus kann man ja lernen, wie man sich benehmen muss, dass man gar nicht in so eine Konfliktsituation kommt. Ne? Klar wurde ich auch mal umgehauen und so auf dem Platz mit dem Ball, aber ich habe das locker hingenommen. Wie bist du groß geworden, dann auch über die Pubertät, sage ich mal, und ja, dann hin zum Erwachsenwerden? Mit 17 bin ich nach Gladbach gewechselt. Und dann hat das natürlich angefangen mit der Öffentlichkeit. Man hat halt sozusagen viel in den Arsch gesteckt bekommen, ne? Und hat früh Geld verdient, hat Sponsoring-Sachen bekommen. Und ja, ich hatte so einen kleinen Höhenflug dadurch, ne? Und habe mich halt auf das Wirkliche im Leben, was richtig wichtig war, habe ich mich nicht so konzentriert. Zum Fußballprofi zu werden, gehört nicht nur dazu, dass du Fußball spielen kannst, ne? Weil wenn du nicht im Kopf funktionierst, dann bist du kein Fußballprofi. Ne? Da kannst du noch so gut sein, wie du willst. Ja, du meintest ja, du bist ja ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen. Dadurch, dass du jetzt auch diesen Höhenflug hattest, hast du neue Leute kennengelernt. Wie ist denn das dann passiert, dass du da die falschen Leute kennengelernt hast? Ich habe da zu der Zeit beim Wuppertal SV gespielt. Wir sind da von der dritten Liga abgestiegen in die Regionalliga und da war halt Sommerpause. Und dann hat es angefangen, dass ich Kontakt hatte mit Älteren. 10 Jahre älter waren die. Bin ich halt dann in die Kriminalität reingerutscht. Ja, dann haben wir 3 Überfälle gemacht, wo ich mit dran beteiligt war. Und klar, dafür wurde ich rechtskräftig verurteilt. Und habe 5,5 Jahre bekommen. Ich saß davon 4 Jahre im Gefängnis. Es war auf jeden Fall die größte Lehre meines Lebens. Und ja, was mich eigentlich sozusagen am Leben gehalten hat, ist einfach der Sport. Ne? Ich habe halt jeden Tag hart trainiert und das hat mich halt vom Kopf stark gemacht. Gute Einstellung. Hast du noch Schuldgefühle wegen der Tat? Klar, Schuldgefühle auf jeden Fall. Ich war damals in der JVA und da wurde mir ein Bescheid gegeben, dass es einen Täter-Opfer-Ausgleich gibt. Da treffen sich die Täter mit den Opfern und da geht es eigentlich um eine Wiedergutmachung und eine persönliche Entschuldigung. Und wenn das Opfer dazu bereit ist, sich mit dem Täter zu treffen und man sich ausspricht und sich in meinem Fall persönlich entschuldigt, ne, was ich auch gemacht habe, es war einfach nur für mein Herz, dass ich mich selber bei den Opfern noch mal entschuldigen kann. Dafür braucht man Mut, das zu machen. Ne? Ich meinte, genauso wie ich den Mut hatte, damals vielleicht Scheiße zu bauen, muss man aber auch den Mut haben, dann wieder den Fehler versuchen, gerade zu bügeln. Es war mir wichtig, dass ich mich halt persönlich entschuldige und mir einfach wirklich sage, dass es mir leid tut, dass ich diesen Fehler, den ich gemacht habe, übertrieben bereue. Ich habe daraus gelernt, ich weiß, wer meine wahren Freunde sind. Meine Antwort ist, wenn mich ein Jugendlicher fragt, woran ich falsche Freunde erkenne, ist, wenn die dich zu Sachen drängen, zu machen, worauf du keine Lust hast. Wenn man an den Punkt kommt und merkt, dass er dich versucht zu verstellen, dann muss man halt schnell Abstand nehmen. Ne? Es ist sehr, sehr schwer, das einzuschätzen. Aber wenn man sich damit befasst, wer einem gut tut, was man eigentlich merkt, dann kann man sowas sehr früh erkennen.